Was ist ein FabLab? FabLab ist kurz für Fabrication Laboratory und es geht eigentlich um die persönliche digitale Fabrikation. Wir haben eine Werkstatt, eine Hightech-Werkstatt, gefüllt mit verschiedenen Maschinen und diese Maschinen, die funktionieren alle digital. Also nicht wie in einer klassischen Werkstatt, wo man ein Stück Holz bearbeiten muss und dieses halt irgendwie von Hand bearbeiten muss, ist bei uns alles digital. Das heißt, wir arbeiten, jemand designt das auf dem Computer und kann dieses dann von der Maschine herstellen lassen. Und das ist eigentlich ziemlich spannend, weil wir ja mittlerweile alle mit dem Computer arbeiten und das ziemlich einfach passiert. Wir haben verschiedene Maschinen. Die bekannteste oder die beste Maschine, die wir eigentlich haben, ist der Lasercutter. Bei diesem kann man flache Materialien wie Holzplatten, Plexiglas, verschiedene andere Materialien wie Leder und so weiter, kann man da hineinlegen und aus einer zweidimensionalen Datei wird ausgeschnitten, am Schluss wie mit einer Laubsäge, einfach so ein bisschen schneller und viel genauer. Wir haben auch noch 3D-Drucker bei uns im FabLab. Und all diese Technologien, zum Beispiel 3D-Drucken, das ist nicht eine neue Technologie, die gibt es schon seit 15 Jahren. Was eigentlich neu ist, ist, dass wir solche Drucker selber bauen können. Für unter 2000 Franken kann man sich einen Bausatz kaufen und den in 2 Tagen zusammenbauen oder bei uns im FabLab zusammenbauen. Und dann kann man sich den zu Hause neben den Tisch stellen und irgendwelche Dateien, die man sich aus dem Internet herunterlädt, die man selber zeichnet, die man einscannt, 3D-scannt, kann man sich ausdrucken. Das ist ein weiterer Punkt, den wir bei uns im FabLab haben. Dann haben wir eine Fräsmaschine, mit dieser kann man wirklich massive Materialien wie ein Stück Holz oder ein Stück Kunststoff bearbeiten und etwas daraus fräsen. Das ist so ein bisschen das Konzept. Wir haben diese Maschinen, die Werkstatt ist offen für alle, man kann kommen und das Werkzeug benutzen. Und das Ganze funktioniert auch sehr einfach. Ein Lasercutter, den lernt man in einer halben Stunde kennen und jeder kann damit etwas ausschneiden. Beim 3D-Drucker ist es genau dasselbe, die Fräsmaschine ist ein bisschen komplizierter. Aber alles funktioniert sehr einfach und ist sehr offen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei all diesen FabLabs ist eigentlich das Teilen. Das Schöne ist ja, weil wir eben alle digital arbeiten, kann man diese Pläne, die man jetzt erstellt hat, für was auch immer das ist, das kann ein persönliches Objekt sein, das kann aus einem Bedürfnis entstanden sein, etwas ist kaputt gegangen zu Hause, man möchte es reparieren. All diese Dinge, die dann digital erstellt sind, die kann man, sollte man, in unserem Denken, aufs Internet stellen und mit anderen teilen. Und höchstwahrscheinlich hat das auf dem Internet dann irgendwo auf der Welt irgendjemand anders gesagt, ah, das habe ich auch gehabt, das Problem, und man kann sich diese Datei runterladen und in einem anderen FabLab oder auf seinem eigenen 3D-Drucker zum Beispiel dann herstellen. Und so entsteht dann oftmals auch so ein Ping-Pong. Man entwickelt etwas und jemand anders nimmt diese Idee auf und sagt, ja cool, ich nehme diese Datei und ich verbessere sie zum Beispiel oder ich verändere sie. Und so entsteht dann aus Generation entstehen immer bessere Geräte. Und hier vielleicht ein kleines Beispiel, eben diese 3D-Drucker. Das ist ein großer Hype. Wer hat schon alles von 3D-Drucken gehört? Einfach mal so. Alle wahrscheinlich. Es gibt so eine Forschungs-, das habe ich erst gerade letzten gesehen, es gibt so eine Tabelle, wo so die Hypes aufgezeichnet werden. Und 3D-Drucken ist so dieser Hype im 2012. Diese Geräte, die wir jetzt bauen, die sind alle Open Source, da hören wir dann später noch mehr darüber. Und jetzt ist es auch eben sehr spannend zu sehen, es gibt natürlich diese großen Hersteller wie HP und so, die wollen auch in diesen 3D-Druckmarkt. Und dann gibt es ganz viele Hersteller von diesen Open Source selber Baudrucker. Und das Interessante ist, wenn dieser Open Source ist der Drucker und man baut den selber zusammen und etwas geht kaputt, dann kann man sich sagen, ja gut, ich repariere das, ich schaue kurz auf einem Forum nach und da hat bestimmt jemand schon, der hat diese Pläne angepasst und ich mache das einfach neu. Und diese Drucker werden dann immer weiter und weiter entwickelt. Wir haben Ultimaker und von Ultimaker, das ist ein Produkt, ein Open-Source-Produkt, wurden letztes Jahr 2000 Drucker verkauft und selber zusammengebaut, überall auf der Welt. Und all diese Leute, die so einen Drucker gebaut haben, die sind natürlich sehr interessiert daran, an diesem Gerät weiterzubauen. Das sind Enthusiasten, die sind auch nicht, wenn etwas kaputt geht,
dann sagen sie nicht, nein, ich bringe es zurück in den Mediamarkt, weil die entwickeln dann weiter und so hat man wirklich so eine spannende Ausgangslage, was wird in Zukunft passieren? Werden diese Open-Source-Drucker weiter wachsen und vielleicht haben dann HP und Co. gar keine Chance? Das ist etwas sehr Spannendes. Und das FabLab ist jetzt wie so eine Übergangsphase für große Dinge oder für Dinge, die man nicht einfach zu Hause herstellen kann, ist das FabLab perfekt. 3D-Drucken ist so ein kleiner Teil davon. Und ich bin auch gespannt, wie das dann sich verändern wird mit der Zeit. In 20 Jahren, in 30 Jahren wird vielleicht jeder bei sich zu Hause einen großen Schrank stehen haben, der so ähnlich funktioniert wie ein Star Trek Replicator. Man kann sich irgendwas wünschen und es wird dann hergestellt. Das kann jetzt eine Tasse sein, das kann irgendwas sein. Man geht vielleicht nicht mehr in den IKEA und wählt von 3 verschiedenen Tassen aus, sondern man geht aufs Internet und lädt sich eine von 2000 verschiedenen runter. Man verändert die vielleicht, lädt sie wieder hoch und dieses Ping-Pong ist extrem spannend. Und das FabLab ist so ein Hybrid, der jetzt eigentlich entstanden ist und hoffentlich überall auf der Welt immer noch mehr solche kleinen FabLabs entstehen. Danke.